Herzlich willkommen zurück zu Yodasaurus Part 3. Wir sind immer noch ein bisschen dabei, die ganze Gegend hier zu erkunden. Jetzt haben wir eigentlich nur noch zwei Felder frei, die wir noch nicht kennen. Also irgendwo muss ich hier mal langsam was verbergen. Sonst kommen wir hier ja nie weiter. Lichtschwert bitte. Okay. Der Locator sagt mir, außer Spesen nichts gewesen. Und so einer blöden Hackfresse natürlich. Alter, geh doch kaputt. Bienchen summt nicht mehr. Haben wir hier vielleicht irgendwas? Ja, hier gibt es definitiv ein Rätsel. Dann wollen wir mal gucken. Okay, schon wieder eine verschlossene Türe. Du sagst es, Luke. Rote Keycard bringt uns nichts. Wo ist denn die blaue überhaupt? Wo ist denn die blaue? Das ist eine gute Frage. Ah, hier. Da hilft uns die blaue Keycard. Sehr geil. Endlich können wir mal ein Item einsetzen hier. Gut. Und wir schieben mal ein bisschen munter umher. Guck mal an, was wir hier haben. Ja, was ist das denn? Fusion Welder. Können wir eventuell gebrauchen. Für ein anderes Rätsel. So. Gibt's hier noch was, was mich erquicken könnte? Nee, dann würde ich sagen, wir nehmen erstmal ein bisschen Energie zu uns. Schön Pilz naschen. Gefrorenen. Wir wissen ja, das schmeckt super. Gut, jetzt haben wir ein neues Gerät. Fusion Welder. Damit könnten wir mal probieren, die Tür aufzumachen. Beziehungsweise wir haben auch noch die rote Keycard. Vielleicht macht die uns die Tür auf. Jetzt würde ich das Ganze aber trotzdem mit dem Teleporterfeld machen, weil sonst dauert das zu lange. Mit den Kristallen hat es bestimmt irgendwas auf sich. Da werden wir später auf jeden Fall nochmal vorbeigucken. Also dann einmal nach rechts. Genau, das war die Stelle. Dann teleportieren wir uns mal nach hier. Haben wir zwar immer noch einen weiten Weg, aber sollte trotzdem schneller gehen. Mann, geh doch mal aus dem Weg hier. Lästiges Gesums. Bei dem könnten wir jetzt eigentlich ein bisschen Müll mal eintauschen, wenn wir schon mal hier sind, oder? Ja. Also hier habe ich ein bisschen Dreck für dich. Curation, sehr gut. Mehr Müll. Ein Thermaldetonator, okay. Und nochmal ein bisschen Müll. Noch mehr Curation, sehr gut. Also ich glaube, draufgehen sollten wir nicht so schnell. Haben wir noch ein bisschen Dreck hier? Jawohl. Gute Junk. Sehr schön, da haben wir alles eingetauscht. Und dann würde ich gern zu dieser imperialen Basis nochmal schauen, weil woanders können wir jetzt eigentlich fast nicht weiter. Außer der Gefängniswärter steht auf den Fusion Welder. Das werden wir dann sehen. Okay, hier auf dem Screen haben wir auch noch ein Rätsel. Genau, da haben wir ja die Disturbance in der Force festgestellt. Gut, Sturmtruppler. Das heißt für mich, wir brauchen mal wieder eine ordentliche Waffe mit Bums. Blaster bitte. Durchgeladen. Zap. So, da stehen wir wieder vor der Tür und wollen rein. Fusion Welder. Klappt nicht. Gut, rote Keycard. Klappt. Und jetzt wird erstmal geballert, was das Zeug hält. Okay, ich glaube, das ist so ein imperialer Medizinkasten. Werden wir uns gleich genauer angucken. Aus dem Weg, Scum. Noch eine Waffe, gut. Schauen wir mal an, was wir eingesammelt haben. Ja, Imperial First Aid Kit, also an Energie wird es uns wahrscheinlich nicht mangeln in der Partie. Bloß bringt uns das jetzt was, dass wir hier sind. Also ich habe noch nichts gemerkt. Wir können, glaube ich, nach links jetzt. Jawohl. Alter, das Ding berührt mich nicht mal und zerfickt mich. So ja nicht. Einmal Lichtschwert mit Soße. So, das war's für dich. Ansonsten, hier haben wir ein paar Kisten. Das könnte sich als nützlich erweisen. Starten wir mal wieder so eine Sonde oder Drohne oder was auch immer. Okay, die mag anscheinend nicht. Na denn, schauen wir mal in die Kiste, die natürlich leer ist. Was auch sonst. So, der ganze Müll, der bringt uns auch nichts. Hier haben wir nur ein paar Energie. Und die ist auch leer. Das heißt, wir
gucken mal in die Stube. Ich hoffe, die bringt uns ein bisschen mehr. Hallo, mein Freund, der wie Obi-Wan Kenobi aussieht. So, schauen wir erstmal in seine Truhen. Vielleicht finden wir da ja was. Die können wir leider nicht verschieben. Okay, bringt uns also nichts. Und wir schauen gleich zu dem Kollegen selber. Hallo, mein Freund. Grüße, mein junger Freund. Suchst du einen Händler? Oh nein, ich brauche keinen Händler. Ich muss weiterkommen. Willst du vielleicht... Ah, ihr will einen Hyperspace Compass. Sehr gut. Das ist natürlich gut. Der wird uns dann bestimmt was geben, was uns weiterhilft. Du wolltest das Ding noch haben, oder? I'm hoping to snare Hyperspace Compass today. Aber er sucht auch nach Müll. Ja, mein Freund, ich kann dir nur den einen hier anbieten. Mehr habe ich nicht. Mhm. Ist mir klar. Hyperspace Compass. Einmal frei Haus. Ah, okay, man muss ihm das Ding auf die Theke legen. Okay. Okay, das ist genau das, nach dem ich gesucht habe. Nimm dieses Holocron. Und dieses Holocron können wir vielleicht... Ich habe zwei Ideen, wie wir dieses Holocron eventuell verwenden können. Dazu würde ich jetzt erstmal den Stein verschieben. Gut, gibt's nichts. Wir gehen wieder zurück. Guck mal auf den Locator. Okay, wir sind schon richtig. Bloß hier können wir nicht vorbei. Das heißt, wir gehen hier rum. Genau, wir müssen ja... Genau, oben rum müssen wir durch das Türchen wieder. Mach doch, Luke. Ich verzweifle hier an der Steuerung. Es ist grauenhaft. Vielleicht können wir mit dem Holocron hier die Disturbance in der Force feststellen. Nee. Dann meine zweite Idee wäre, nochmal zu diesem Gefangenenlager zu gehen. Das, glaube ich, hier war. Und vielleicht können wir damit den Imperialen bestechen. Ansonsten habe ich gerade keine weitere Idee, muss ich ganz ehrlich zugeben. Außer wir haben noch einen Junkhändler, der was haben will. Vielleicht eventuell der in der Ausgangsstadt. Okay, nach unten. Hallo, mein Freund. Du warst der Falsche. Du wolltest ja eine Rebellen-ID haben und das ist keine ID. Gut. Wo war denn? Ah, ganz unten, glaube ich. Wir müssen ganz nach unten. Mann, da willst du diese Typen warnen, findest die versteckte Basis und dann schicken sie dich weg. Solche Hobel, Alter. Das geht ja wohl gar nicht. Undank ist der Weltenlohn. Oh, lass mich doch einfach hier durch, meine Freunde. Muss denn immer alles so kompliziert sein? Gott. Genau, da waren die Kollegen. Alter, brauchst du ein Hologron? Genau, so eins wollte ich schon immer haben. Das akzeptiere ich als Zeichen des Respektes gegenüber dem Imperium. Das ist schön, mein Freund. Okay, ich kann den Gefangenen leider noch nicht freilassen. Aber ich kann ja kurz mal weggucken. Schnell, mach die Zelle auf. Ja, wenn ich wüsste, wie... Ich glaube, da brauchen wir eventuell den Fusion Welder. Nee, können wir die einfach aufmachen? Oder... Ah, okay. Hier ist ein Panel. Schnell, du musst dich beeilen. Nimm diese Rebellen-ID und die wird dich zur geheimen Basis bringen und warne die anderen wegen der Attacke. Okay, jetzt haben wir die Rebellen-ID. Sie wollte ja eigentlich die anderen selber warnen, aber gut, wenn sie so freundlich fragt, dann machen wir das eben. Der Imperiale hat sich verpieselt, soll mir recht sein. Und wir können nochmal den ganzen Weg nach oben. Also jetzt löst sich alles im Wohlgefallen auf, nachdem wir die ersten Folgen so lang rumirren mussten. So, Freund, da bin ich wieder. Und wenn du mich jetzt nicht durchlässt, dann kriegst du eins aufs Auge. Und ich wette mit dir, dieser Speeder ist einwandfrei. Das hat er nicht nur gesagt, weil er uns nicht vertraut. Sehr schön. Ich dachte, du bist vielleicht ein Spion, aber dem ist wohl nicht so. Triff mich draußen und ich bringe dich zur Geheimbasis. Okay. Also mit dem Speedo
können wir nichts machen. Ah, doch, da ist das Teil. Was auch immer das für ein Platz ist, der ist ziemlich gut versteckt. Gut, springen wir an Bord. Wir machen uns auf den Weg. Also, das Ding funktioniert trotzdem. Ich wusste es doch. Dieser Schleimscheißer. Okay, da stehen wir vor der geheimen Basis. Und es sieht so aus, als ob der Angriff bereits begonnen hat. Oh, alter Finne hier. Habt ihr den Knall oder was? Den armen Luke gleich so anzudeppen. Nehmen wir mal so ein Curation. Okay, die gibt nicht ganz so viel Energie. Da war der Eispilz besser. Okay, der Locator hilft uns da nicht wirklich weiter. Hey, mach auf! Hm, die haben die Tür zugemacht, weil sie Schiss vor den Sturmtruppen haben. Na toll. Sperren sie mich aus, diese Feiglinge, diese Miesen. Bacta-Fluid wird uns da sicher nicht helfen. Also den Fusion Wall, da haben wir ja schon ausprobiert, der hilft nix. Komm, ihr habt doch wohl nicht Angst vor ein bisschen Sturmtruppen. Ich mach's ja auch kalt für euch, mein Gott, ich bin ja nicht so, ich bin ja ein freundlicher Mensch. Da drin ist auch wieder nix. Okay, ich glaube, ich habe gerade was eingesammelt. Oder täusche ich mich da? Es hat auf jeden Fall Plopp gemacht. Vielleicht war es auch nur ein bisschen Energie oder so. Achso, wir könnten mal R2-D2 ausprobieren. Genau, da kann man sehen. Also man kann mit R2-D2 auf was klicken und er sagt einem dann, was da ist. Hier in dem Fall sagt er, ihr seht nichts Besonderes. Also lass uns weiter rumlaufen. Und dann erklärt er uns, wie es geht. Naja, so blöd bin ich auch nicht. Danke, R2. Gut, hier ist wieder so eine Platte, die man öffnen könnte, aber dazu müssen wir halt erstmal in die Basis kommen und ich habe keine Ahnung, wie. Das Problem ist, hier ist alles abgeriegelt und wir können zu keiner Seite weiter. Also ich habe jetzt auch alles ausprobiert, was wir haben. Jetzt geht's auf, okay. Ah, wir mussten erst sämtliche Sturmtruppen finden, ich nicht verstehe. Sind sie weg? Okay, du kannst reinkommen. Mann, bist du ein feiger Schwengel, Alter. So, die Geheimbasis. Ach so, aber Angst vor denen da drin hast du nicht. Alter, was ist das für ein Schmuck? Ich glaube, ich werde mal meinen Blaster nehmen. Der ist ein bisschen sicherer. Hier ist wahrscheinlich noch zu. Okay. Von der anderen Seite verschlossen. Genauso wie die wahrscheinlich. Na toll. Ja, gegen die Sturmtruppen da oben ist ja nichts einzuwenden, ne, mein Freund? Mann, die Logik, Alter. Access denied, one-way door. Moment, da kommt mir was. Vielleicht können wir jetzt endlich den Fusion-Welder verwenden. Ne, auch damit ging die Tür nicht auf. Gut, dann übliches Prozedere. Erstmal ein bisschen Kisten schieben mit der Hoffnung, dass wir es finden. Nein. Hm, vielleicht sollte ich mal den Schalter dort ausprobieren. Gut. Dazu erstmal den Sessel beiseite. Klappt ja wunderbar. Okay, da ist ein Aufzug. Bevor ich in den Aufzug gehe, gucke ich mich trotz mir nochmal um. Die Speeder können wir nicht verwenden. Was ist das hier für ein Teil? Okay. R2, kannst du mir sagen, was das sein soll? Also er sieht nichts Besonderes hier. Na gut, dann wird es auch nichts Besonderes sein. Blastdoors, automatisch gesichert. Und die haben sich wohl aktiviert, als der Kampf gestartet ist. Kein Zweifel dran. Okay, gibt es hier wohl nicht mehr. Das heißt, wir müssen den Aufzug nehmen. Und gucken mal nach oben. Also der Angriff ist wohl im vollen Gange. Nachdem die Jungs sich hier schon überall verstreut haben. Boah. Alter, wusel doch nicht so rum. Jetzt probieren wir das Bacta-Fluid. Jawohl, das war Energie, hatte ich recht. Gut. Na denn. Haben wir mal die meisten von den Jungs kalt gemacht, wollte ich gerade sagen. Sehr schön. Na denn.
Auch diese Tür ist zu. Das ist ja sehr schön, dass hier alles zu ist. Moment mal. Ich guck erstmal, ob wir hier irgendwas finden. Nee. Gut. Dann schiebe ich das mal hier hoch. Und dann können wir hier drüben mal gucken, ob sich da was verbirgt. Hier haben wir ja genug Platz, um ein bisschen auszuprobieren. Nix. Okay. Die investierte Zeit hat sich wieder gelohnt. Boop. Piep. Piep. Okay, sehr hilfreich, der junge Mann. Ach, Leute. Oh, guck mal an. Mehr Granaten für uns. Könntest du uns vielleicht irgendwie behilflich sein? R2, analysieren bitte. Er sieht natürlich wieder nichts Besonderes. Für was habe ich dich denn dabei, du Schrotthaufen? Gut, vielleicht... Welches Item konnten wir noch nicht verwenden? Okay, bringt nichts. Der Roboter ist scheinbar wirklich nur Deko. Stichwort Deko. Schauen wir mal hinter bzw. unter die Kisten. Ob die uns was bringen? Natürlich auch wieder nicht. So, dalle, meine Freunde. Dann haben wir hier nichts mehr zu untersuchen, glaube ich. Mich würde mal interessieren, wenn man hier reinkommt. Mein letztes Mittel der Verzweiflung wieder. Pass mal auf. Thermaldetonator. Bringt uns auch nichts in der Situation. Das ist ja eine schöne Sache. Gut. Gibt's hier sonst noch was? Der Aufzug wird uns wahrscheinlich wieder nach unten bringen, nehme ich an. Ja. Ja, ja. Also, aber hier oben muss es ja was geben, weil sonst wären wir ja nicht hier. Die können wir ja nicht verschieben, die Kisten. Hier geht's auch nicht weiter. Hier waren wir überall schon. Hier rumklicken bringt anscheinend auch nichts. Wir müssen definitiv dort oben rein in den Aufzug. Ich habe so das Gefühl, der Roboter spielt eine Rolle hier. Bloß ich weiß nicht, was man mit dem eventuell anfangen könnte. Außer ihn kaputt zu machen. Was keinen Effekt hat. Der ist nämlich unverwundbar, der Kollege. Gut, ich würde sagen, wir machen hier mal eine kleine Pause und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge Yoda Stories. Bis dann.